Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Replay von mir. Wie man sieht, sitze ich im T37 und habe ein interessantes Matchup. Und zwar bin ich mit Chibaria unterwegs in seiner Tier 8 Arti. Und der hat mich wohl ein bisschen hochgezogen in ein Tier 10 Gefecht auf Himmelsdorf. Steht bestimmt auch schon im Titel. Und man sieht, ich muss zwei Gegnerfahrzeuge aufklären, ohne entdeckt zu werden. Und da ist das Setup und die Map natürlich extrem scheiße für mich. Soll noch dazu gesagt sein, der Gegner hat noch zwei sehr starke Spieler von Kitty, im Waffenträger und im ES7. Und ich denke, eventuell kriege ich einen Spot von hier, wenn ich die Schere angehen lasse. Aber daraus wird wohl nichts, weil uns der Waffenträger entgegenkommt. Bin sofort gespottet. Und hab auch Glück, dass er noch nicht nachgeladen hat. So komme ich aus der Situation nochmal raus. Bin ein bisschen ratlos, was ich hier tun soll. Verzögere kurz, rede mit Chiba und kehre zurück in diese Querstraße, um Schüsse auf den Waffenträger zu bekommen. Kommen sogar zwei raus. Und er wird aus dem Spiel genommen. Drücke vor. Da kommt eine Hundertus angesegelt. Ich weiß nicht genau, ob er für den WZ oder für mich gedacht war. Jedenfalls glücklich, dass er nicht trifft. So, jetzt wieder ein bisschen ratlos, da unser Hügel zu defensiv war, wie man hier sieht. Und so kriege ich auch keine Schüsse mehr in die Seite von irgendwelchen Mediums, da die schon viel zu weit vorrücken können und jetzt an unseren Mediums vorbei rushen können einfach. Also momentan sieht's ziemlich schlecht aus. Oh. Ein zweiter 100 Schuss, der uns verfehlt. Sehr glücklich da von mir, weil ich in 6 oder 7 von 10 Fällen ein One-Hit für ihn bin. Wir schauen, ob wir hier irgendwelches Unterstützungsfeuer, Flankenfeuer geben können. Aber da jetzt auch die IS-7 in die Querstraße einbiegt und gleich bei uns gewesen wäre, entscheide ich mich, dass es einfach nutzlos ist, dazustehen. Hätte nochmal offen gehalten von mir 100, den wir da gesehen haben. Entscheide mich, auf die Außen zu fahren, um eventuell den Bulldog zu killen, der genau in dem Moment ausgeschaltet wird, dass ich daran denke, und sich dafür sehr nett bedankt im Chat. So. Ich setze den Weg aber trotzdem fort. Eventuell kann ich eine Arti spotten und beschießen, die sich auf A1 eingenistet hat. Währenddessen haben wir noch circa ein Viertel von der Map unter Kontrolle und sind komplett eingekreist. Ich halte hier kurz die Füße still, weil bin auch für den T30 ein One-Hit. Der Bulldog macht seinem Ärger Luft, indem er weiter in seine Mitspieler verrät. Werde hier gespottet, wahrscheinlich vom T30, der in Eck vom Panzer gesehen hat, und spotte auf der anderen Seite die Butchert. Arti. Nutze hier Auto-Aim, was ein bisschen falsch ist, weil ich so den zweiten Schuss nicht treffen konnte. Was sei es drum. Butchert Arti ist nicht mehr für mich drin. Chibaria ist gestorben. Mein Artillerie hat eh nicht viel zu melden auf der Map. Und ich entscheide mich, es ist der richtige Moment, es zurückzugehen. Wir hatten ein bisschen blockiert von unserem Chevy, der hier weiter die Stellung halten möchte, scheinbar. Bewege mich zurück, sehe den IS-8 und denke mir, dass ich den eventuell flankieren kann. Mit etwas Glück. Ich glaube, in dem Moment habe ich mich nur noch auf Schadensbegrenzung fixiert. Noch etwas aus dem Spiel zu machen und nicht mit 350 Schaden rauszugehen. Wir sehen, dass der T30 hinter die Häuser wieder zieht und gerade geschossen hatte. Jetzt auf der anderen Seite ist. Es ist für uns das Signal, auf den IS-8 loszugehen. Der uns verfehlt. Und wir visieren seine untere Wanne an. Bauen uns einmal. Das zweite Mal ging er sogar gegen die Richtung obere Wanne. Doch er wird auch von anderen Mitspielern angegriffen. Wir haben jetzt Gold geladen
und bekommen den Killshot in die untere Wanne diesmal. Und da geht die Budget-Arti hinter uns auf. Diesmal ist Outer eben die richtige Entscheidung, um sich darauf konzentrieren zu können, zu schießen. Jetzt hat er geschossen und wir wissen, dass sein Reload lang genug ist, dass wir zwei Schüsse rausbekommen können. So, zwei Kills gemacht, die uns relativ geschenkt wurden. Ich warte kurz, bis ich ungespottet bin. Ich gehe mit dem WZ über außen vor. Wir werden hier nicht gespottet, das heißt, die IS-7 schaut nicht in die Querstraße rein. Aber hier ist der Kerner worden und der WZ stirbt genau neben mir. Ich will jetzt dem Kernerborn nicht head-on begegnen und ziehe nur ein bisschen weiter. Aber war nicht mehr so viel Zeit, in 20 Sekunden ist der Cap durch. Ich hatte mich trotzdem ganz außen rum zu gehen, um nicht von zwei Panzern beschossen werden zu können. Und werde nochmal gespottet. Jetzt unsere Arti, nicht IS-7, M103, Entschuldigung. Unsere Arti kriegt sogar den M103 raus, sehr gut gespielt von ihr und kann sich noch zurückziehen, ohne Schaden zu fressen. Der Kernerborn schaut nicht auf mich. Hier stecke ich einen ein und dann durch den Autobounce-Winkel bin ich abgeprallt. Und da geht's gegen die obere Wanne. Ich stecke zwei Treffer ein, bevor ich den Kernerborn finishen kann. Versuche mich Arti-safe zu begeben. Die beiden Arti spotten sich gegenseitig. Passiert nichts. Jetzt kommt der T30. Der vom OPEC gespottet wird. Momentan sieht es immer noch richtig schlecht aus. 2 gegen eine Arti und ein T37 gegen einen T30. Ich verzögere kurz an der Ecke, um nicht in den T30 reinzufahren. Um ihn praktisch in den Zeck fallen zu können. Sehe ihn in der Gasse. Musste dafür die Arti opfern. Und jetzt haben wir das Heck vom T30. Unsere Arti verschießt. Und stirbt. Ich habe jetzt Gold geladen, weil jetzt jeder Schuss zählt. An der Stelle habe ich wohl seinen Motor getroffen, weil er langsamer wird. Versuche ihn zu tracken, damit er die Wanne nicht mehr weiter drehen kann. Jetzt habe ich es geschafft. Kommt langsam die Gans zu mir rum. Und ich ziehe mich hinter die Fracks zurück, um noch was von seinem Panzer zu sehen, aber nicht beschossen werden zu können. Reicht aber auch so. Der 30 ist tot. Jetzt habe ich nur noch zwei Artis gegen mich. Mein Puls in dem Moment war auf geschätzten 180 und da kommt die Arti und sie kommt nicht alleine. Beide Arti stehen mir gegenüber und ich bin mit 160 HP mehr als ein One-Hit. Die müssen nur auf mich drauf niesen. Dazu sollte gesagt sein, dass Treffer auf Wracks den Splash-Schaden fast komplett schlucken. Die erste Arti verschießt und fährt in das Feld der, Schussfeld der anderen und ich kann einen Schuss rausbekommen. Und ich provoziere die Arti zu schießen und da schießt sie daneben. Wir sind beide im Reload. Ich kann gerade nur den T92 treffen, aber der GW Tiger hat vorher nachgeladen. Deswegen ändere ich das Ziel auf den GW Tiger P. Gehe dem Rabbenangriff um T92, nehme den Tiger P zuerst raus. T92 dreht weiter und gewonnen. Ja, Glückwünsche im Chat. Das war ein sehr intensives Gefecht für mich. Schauen wir doch mal, was am Ende dabei rauskam. So. Hier sieht man es, 3036 XP mit Premium-Account. Das ist meine höchste XP-Zahl, die ich jemals hatte. Dazu, klar, die Wirkungsfeuer-Medaille. 5 Crew- oder Modulschäden, auch nichts Besonderes. Die Langlademedaille. Die man dafür bekommt, mindestens 4 Gegner im eigenen Cap-Kreis zu töten. Das war bei uns der Kernerborn, der T30 und die beiden Artilleries.
Nächstes die Tamada Yoshio-Medaille, die etwas seltener ist. Man muss drei Artillerien töten mit einem Light Tank, der mindestens zwei Stufen unter den gegnerischen Artilleries ist. Paskuchi-Medaille für drei getötete Artis. Orlix-Medaille. Man muss drei Gegner töten, die mindestens zwei Tier über einem sind. Verteidiger offensichtlich und die Kriegermedaille für 6 Kills. Wir haben 3078 Schaden gemacht, 6 Kills und waren damit der zweitgrößte Damage Dealer in unserem Team als Tier 6 Light Tank. Gegner-Team gab es natürlich zwei, die auch viel Schaden gemacht haben. Waffenträger nicht. Der M103 und der IS-7 von Kitty. Und leider habe ich mich an Gold leer geschossen in den entsprechenden Situationen und habe noch 4000 Minus gemacht. Aber ganz ehrlich, das war's wert. Ich habe die 3000 XP geknackt. Nach dem Spiel habe ich erstmal eine halbe Stunde Pause gemacht, um meinen Puls zu beruhigen. Gut, jedenfalls, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wäre ein Like und ein Kommentar gar nicht schlecht. Und ja, bis dann.